So, jetzt willkommen zu einer neuen Folge Gothic 1. Wir sollen hier eigentlich ein bisschen weiter auf den Feldern ackern, aber das ist uns zu doof, ja. Deswegen gehen wir jetzt erstmal wieder zurück ins alte Lager. Wir haben hier mit allen gesprochen soweit. Der Plan ist jetzt, dass wir im alten Lager noch Quests machen. Mir wurde das auch in den Kommentaren berichtet. Von wegen, dass man da durchaus im alten Lager diese Aufnahmeprüfung... Oh, guck mal, hier geht's hoch. Machen kann, ohne dass man direkt aufgenommen ist und dafür ordentlich EP kriegt. Das werde ich wohl machen. Das sieht nach Bergmoos aus. Ja, aber bitte nichtsdestotrotz nicht spoilern. Ich meine, sowas geht noch. Das ist halt so eine, ja, so eine Info, die Leute halt nicht spoilert. So. Aber wenn ihr irgendwas Gespoilerei hier anfangt... Oh! Das sind Snapper. Die kann ich noch lange nicht bezwingen. Vor allem nicht... für... vier. Ja, aber man kann immer ein bisschen gucken. Ja, schade oder leider sieht man nicht so weit. Da ist halt so ein grauer Schleier dahinter. Das war damals einfach noch nicht so, ne? Ansonsten sieht man hin, glaube ich, den Turm von Xardas. Für die Kenner unter euch, ich glaube, so in die Richtung. Wir können hier mal ein bisschen am Teich auch gucken, was da so geht. Ich habe immer noch ein ganz bisschen Husten. Das nervt auch wie diese Warane, gegen die ich auch noch nicht ankomme. Was ist hier so? Noch mehr Warane? Guck mal, der Stein. Der Stein möchte nicht. Ne, hier ist nichts. Also hier ist schon was, aber... Die sind im Weg. Ja. Ich habe ja letzte Folge aus Versehen Schlösser knacken gelernt. Alter Schwede, ist hier Mistvieh. Oh, oh. Was ich erst doof fand, was auch doof ist. Also ich habe aber irgendwie gehört, jetzt auch in den Kommentaren, dass die ganzen Diebesfähigkeiten größtenteils für den Arsch sind. Taschendiebstahl lohnt sich wohl im Gegensatz zu Gothic 2 zum Beispiel kaum. Schleichen, wobei Schleichen hat niemand was gesagt, aber... Wow, die ist hinter mir. Alter, ich dachte, hier landet ein Helikopter, ey. What the fuck, Alter. Ah ja, jetzt heißt es erstmal wieder Marathon zum alten Lager, ne? Irgendwer aus dem alten Lager wollte mir auch das neue Lager zeigen. Ist mir dann wieder eingefallen. Aber den Typen habe ich dann ja gar nicht, das habe ich dann ja gar nicht gemacht. Weil das Ding ist immer, also aus jedem Lager, oder nee, aus dem alten Lager nur... Bin mir gerade nicht sicher. Also auf jeden Fall aus dem alten Lager gibt es immer einen Dude, der einen zu den jeweils anderen Lager bringt. Generell immer diese Mission, yo, ich zeig dir, wo es lang geht. Das ist immer so, alles, was die auf dem Weg kloppen, kriegt man an Erfahrung. Ich weiß nicht, ob das hier in Gothic 1 auch so ist. So, jetzt heißt es wieder laufen. Hi. Wir nehmen hier wieder den Tunnel, der war, glaube ich, ganz gut. Auch wenn enger Raum eigentlich nie gut ist. Gerade gegen so Wölfe und der Molerat geht ja noch. Aber es ist halt einfach... So schwach sind wir noch zurzeit. Ich meine, wir haben keine Rüstung. Wir haben jetzt so eine Axt. Die, ich glaube, die macht 13 Schaden und das war's. Ach, noch was. Oh, ein Wolf. Noch was. Es wurde ja abgestimmt, dass ich zur Bruderschaft, also mich der Bruderschaft anschließe. Es wurde aber auch abgestimmt, dass ich auf Geschicklichkeit gehen soll. Jetzt ist das Problem, das wurde auch in den Kommentaren auch diskutiert, dass bei der Bruderschaft eher Stärke und Intelligenz gefragt ist. Also halt Kampftalente oder was weiß ich in dem Rahmen. Sprich, Nahkampf und halt Zauberei. Und das ist dann ja nicht Sinn der... Also, ihr versteht. Aber, ihr habt abgestimmt und ich werde das schon irgendwie hinkriegen. Ja. Ich meine, es gibt ja später auch, glaube ich... Gibt es hier schon in Gothic 1? Es ist echt... Es ist eigentlich ist blind. Gibt es in Gothic 1 auch Runen zum Teleportieren von einem zum anderen Ort? Nur der Typ will mich ja umbringen. Der Grimm.
Hier den Torus, hat der noch irgendwas eigentlich für mich? Du siehst nicht so aus, als wenn du jeden in die Burg lassen würdest. Nur Gomez-Leuten ist es erlaubt, die Burg zu betreten. Warum stellst du mich nicht auf die Probe? So läuft das hier nicht, Kleiner. Jeder Neue, der sich... Der Fürsprecher muss einer von Gomez-Leuten sein. Er wird dich auf die Probe stellen. Ja, das ist ja die... Und wenn du Mist baust, ist er für dich verantwortlich. Genau, diese Probe... So läuft das hier. Genau, diese Probe, Prüfung, wie auch immer, kann ich wohl machen, ohne dass ich mich dem Lager dann automatisch anschließe. Das heißt, da kassieren wir ordentlich EP und so. Aber das werde ich auf jeden Fall machen. Es muss doch eine Aufgabe geben, die du erledigt haben willst. Nein, die Dinge, um die wir Gardisten uns kümmern, sind eine Nummer zu groß für dich, Kleiner. Halt dich lieber an die Prüfungen, die dein Fürsprecher dir stellen wird. Was? Ich kann alles schaffen, was du mir aufträgst. Ja, eben denn. So, du willst also unbedingt versagen. Es gibt eine Sache, die nur von jemandem erledigt werden kann, der keiner von Gomez-Leuten ist. Aber ich warne dich. Wenn du das Ding vermasselst, bekommst du mächtigen Ärger. Ja, mach ich das? No risk, no fun. Das ist mein Motto. Ich bin bereit für deine Aufgabe. Was ich dir jetzt sage, bleibt unter uns. Und niemand außer uns beiden wird je von dieser Sache erfahren. Verstanden? Ja. Wir haben Ärger mit einem Typen aus dem neuen Lager. Mordrak ist sein Name. Er hat Eigentum der Erzbarone gestohlen. Es gibt viele Banditen im neuen Lager, auf die das zutrifft. Aber dieser Junge kommt in unser Lager und verkauft unsere gestohlene Ware an unsere Jungs zurück. Damit ist er eindeutig zu weit gegangen. Aber er weiß ganz genau, dass ich nichts machen kann. Warum? Weil er unter dem Schutz der Magier steht. Hm. Ja und? Die Magier sind doch im neuen Lager. Ja. Klingt eher, als wären die Magier dein Problem. Ja, aber eines, das sich schwer lösen lässt. Vor ein paar Jahren hat mal einer der Schatten versucht, den obersten Magier des Feuers im Schlaf zu erdolchen. Er wurde später im Außenring gefunden. Ach, die Feuermagier. An verschiedenen Stellen im Außenring. Hä, wieso steht der Typ aus dem neuen Lager unterm Schutz der Feuermagier? Ja. Wieso beschützen die Magier diesen Mordrak? Weil er als Bote für sie arbeitet. Ah. Unsere Magier stehen mit den Magiern des neuen Lagers in Kontakt. Aha. Sie schicken regelmäßig Boten hin und her. Wenn ich einen ihrer Boten aus dem Lager werfe oder umlegen lasse, könnten sie sehr unangenehm werden. Was ist mit mir? Was glaubst du, machen die Magier mit mir? Du bist neu. Dir passiert gar nichts. Ich dagegen bin für das verantwortlich, was meine Jungs tun. Deswegen ist es ja so wichtig, dass du die Klappe hältst. Jeder Neue darf alle möglichen Leute umlegen. Ist gar kein Problem. Soll ich den Kerl umbringen? Soll ich den Kerl umbringen? Du sollst dafür sorgen, dass ich ihn hier nie wieder sehen muss. Wie du das anstellst, ist deine Sache. Oh yeah. Ja, dann kümmere ich mich drum. Ich weiß, kümmere mich darum. So, würdest du mich für eine entsprechende Menge Erz in die Burg lassen? Ich muss in die Burg... Ja, okay. So. Jetzt erstmal zu dem Dude, der... Für den wir... ein Dieb-Talent, heißt das so? Ein Dieb-Talent lernen mussten. Bin immer noch Stufe 1, Alter. Scheiße. Ja, Schleichen müssen wir auch noch lernen. Akrobatik meine ich. Schleichen? Ich weiß gar nicht, ob wir das brauchen. Also in Gothic 2 macht Sinn, aber Gothic 1 weiß ich gar nicht. So, hier, Fingers. Ich will Schatten werden. Du würdest nicht zufällig bei Diego ein gutes Wort für mich einlegen. Ja? Du hast was erkannt, was dich wertvoll für uns macht. Geschickte Diebe können wir hier im Lager brauchen. Meine Stimme ist dir sicher. Mir fällt gerade ein, dass ich hier ja schon ein bisschen Ärger gebaut habe. Weil ich ja Geld einkassiert habe und da soll ich ja irgendwelche Erledigungen für machen. Und das habe ich ja nicht. Das heißt, ich kann die Prüfung, glaube ich, knicken, oder? Alter, hier sind voll die Grafikfehler.
So, was mache ich hier? Das heißt... Das heißt... Mordrak, genau. Wie legen wir den um? Der ist, ich glaube, momentan einfach viel zu stark noch. Ich glaube, wir kaufen jetzt erstmal eine Rüstung. So eine, Butler-Rüstung. Und dann versuche ich den einfach mal. Wenn er pennt, starte ich eine Attacke. Der Typ treibt sich, glaube ich, hier rum. In der Nähe. Hier hat er irgendwo eine Hütte da. Oder? Das ist der doch. Ist das nicht Mordrak? Ja. Ich kann ihn mal ansprechen. Stimmt es, dass du Kurier für die Magier bist? Und wenn es so wäre? Ich würde gern mal die Gelegenheit haben, mit den Magiern zu reden. Ich muss in die Burg. Die Kuriere der Magier haben ein Siegel, das ihnen Zutritt zur Burg erlaubt. Wenn du einer von uns wärst, könntest du so ein Siegel bekommen. Hä, dann kann ich ihn doch umbringen, das Siegel nehmen. Okay, ich mache erstmal... Zeig mir deine Wahl. Such dir was aus. Genau, erstmal gucken. Luki, Luki, Alter, voll die Grafikfehler. Okay, nee, ich bringe den nachher um. So machen wir das. Jetzt muss ich aufpassen, weil hier sind ein paar Leute, die inzwischen schon sauer auf mich sein könnten. Was waren das? Ich geh mal, ich guck mir mal kurz die Quest an. Ich glaube, ihr habt das gerade auch alles so. Das ist Mordrak umdrehen, umbringen. Das ist auf dem Feld arbeiten. Das ist den Lurker killen, schaffe ich noch nicht. Rezept der Sekte, genau, da muss ich zur Bruderschaft. Neue Seele für die Bruderschaft, kann ich mit dem da hinrennen. Aufnahme Sumpflager, Aufnahme altes Lager. In der Arena muss ich noch was machen. Ja, Whistler unterstützt mich, wenn ich ihn bei Fist... Genau. Ja. Ja, ach nee, nur eine Sache, okay. Das Schwert. Das Schwert von ihm hier. Ach nee, gar nicht. Das ist ja hier. Erste Dexter ist der, dem ich das Rezept bringen soll. Da habe ich auch schon abkassiert für. So, Rüstung. Hast du eine Nun, ich bin sicher, dass ich. Butlerhosen, leichte Butlerhosen. Waffen 5. Alter, wie viel Erz habe ich denn? Wie viel Erz habe ich? 200. Alter, ich kann mir fast die leichte holen, aber ich weiß nicht, ob das. Lass uns noch mal. Du kannst ihm sagen, er wird sein Schwert nie kriegen. Okay. Gut. Das heißt, keine Rüstung. Und das heißt. Das heißt, Mordrak. Wir probieren ihn jetzt einfach mal. Im Endeffekt kann da nichts Schlimmes passieren, außer dass wir sterben. Ja, mal gucken. Mal gucken. Ups. Nicht den Gardisten. So, wie gehen wir das jetzt an? Du hast ein Problem? Nee. Oder soll ich wirklich warten bis Nacht? Ja, ich warte bis Nacht ist, weil dann pennt er bestimmt hier drin, oder? Nee, ach nee, das ist gar keine Hütte. Aber hier drin. Wenn ich ihn... Ne, hier, ne? Kann schon sein. Ja, gut. Dann gehen wir jetzt kurz in unser Bettchen. In unser Bettchen, genau. Ja. Und dann versuchen wir den. Alter, hier wird es langsam ein bisschen dunkler. Aber noch sieht man mich gut. Schatten! Ich glaube, ich habe keine Chance gegen den momentan. Ich baller ihn erstmal ein bisschen mit dem Bogen ab. Ich weiß nicht. Jetzt habe ich Lernpunkte und könnte eigentlich Bogen schießen. Fletcher, was kommst du denn nochmal? Okay. Das war, glaube ich, der Typ, dem ich hier Nex Amulett nicht geben sollte, aber der dafür dann wieder eigentlich rein durfte in die Burg, oder? So, hier ist meine Hütte. Dann legen wir uns mal schlafen. Damit es auch Nacht ist. Na? Das passiert mir nicht noch ein Stück viel. So, bis in die Mitternacht schlafen. Und in der Hütte ist es heller. Nice.
So, jetzt sind auch wenig Leute auf den Straßen. Ich dachte, du kannst... Hey, du! Wer? Ich? Du weißt genau mit... Ich will dir mal was sagen. Das hier ist mein Viertel. Und ich will hier keinen Ärger. Aber neue Typen wie du bedeuten immer Ärger. Vor allem, wenn sie hier mitten in der Nacht rumlaufen. Alter, der weiß also, ganz schön, was abgeht. Warum sorgst du nicht dafür, dass ich dich hier nicht mehr sehe? Die Hütte gegenüber der Arena mit dem Vordach ist frei. Leg dich eine Runde ins Bett. Wenn ich dich in einer der anderen Hütten erwische, ziehe ich dir das Fell über die Ohren. Ja, ja, tschüss. Der ist ja aufdringlich, der gute Herr. Mann. Mir fällt gerade ein. Ich muss auch nochmal schmieden lernen. Weil mit Schmieden konnte man bei Gothic 2 richtig viel Geld machen. Komm, die sind alle noch wach. Kann man schmieden kann man lernen, ne? Ja, oder? Ne? Kann ich mal irgendwann später. So, jetzt erstmal Mordrak! Mordrak! Wo ist you? I will kill you. Like a assassin. Das ist er, oder? Geh doch pennen! Alter! Guck mal, der hat eine Keule, Alter, eine Stachelkeule. Ich habe keine Chance gegen den. Okay, wir speichern mal. Ich probiere es einfach. Man kann ja auch blocken. Ja? Man kann ja auch blocken. Geh schlafen. Geh schlafen. Ich gehe in deine Hütte. Hey du! Da hast du noch mal Glück gehabt. Bin wieder draußen. Okay. Dann versuche ich es jetzt so. In diesem Lager ist nicht genug Platz für uns beide. Bitte was? Ich hau dir auf die Fresse. Mach, dass du aus diesem Lager verschwindest. Große Worte für einen kleinen Mann. Oh! Oh, hat der. Gib ihm. Ich kann ihn nicht töten. Ein kleiner Windstoß, der wäre von alleine umgefallen. Scheiße. Jetzt tötet er mich, ne? Dann laden wir mal neu. Zack. Tja, also wie erwartet, sind wir leider etwas zu schwach. Ich bin fast ein One-Hit. Fuck, was machen wir denn dann jetzt? Gehen wir dann jetzt erstmal ins Sumpflager? Ich bin leicht überfordert. Also was heißt überfordert? Ich weiß jetzt nicht, was das Sinnvollste wohl wäre. Und diese Leiter geht wahrscheinlich immer noch nicht. Oder? Alter, ey. Das ist ein... Naja. Ja, normalerweise ist ja bei Gothic immer so, es gibt immer so den einen oder anderen Trick, wie man sich ganz gut hocharbeiten kann. Ohne... dass man dabei unbedingt ehrlich ist. Und ich glaube, das versuche ich jetzt mal ein bisschen. So, der Typ wird sauer sein, aber ist mir egal. Ich versuche mal ein bisschen hier den Dieb raushängen zu lassen, oder? Ein bisschen klaui-klaui machen. Dann wäre jetzt der erste Einlaufpunkt. Ja, hier in den Hütten sind alle wach. Vielleicht in einem anderen Viertel. Hier, bei der Schmiede irgendwie. Alter, hier ist eine Kiste. Ist hier irgendwer, der guckt? Alter, da ist eine Kiste. Ich mach einfach mal. Was war das? Ich habe mich teleportiert. Ah, da ging gerade einer lang. Nee, doch nicht. Ich hab Einbildung. Ach. Ah. Ups. Rechts, rechts. Links. Rechts, rechts.
links, rechts. Rechts, rechts, links, rechts, links. Rechts, nein. Rechts, rechts, links, rechts, links, links. Grobes Schwert. 20. Was? Ah, da brauche ich Stärke für. Wie viel denn? 10. Alter, das macht 20 Schaden. Und ich habe voll viel Roh-Dinger. Ich habe 10. Okay. Ich brauche Geld, damit ich eine bessere Rüstung kaufen kann. Und ja, das ist eigentlich gerade so das Wichtigste, eine bessere Rüstung. Dann, ich glaube, Geld kann man echt ganz gut mit Schmieden machen. Ich habe jetzt 20 Rohdingens Stahl. Kack. Da gehe ich jetzt mal hin. Ein neuer Tag. Nichts hat sich geändert. Das klingt so nach Orks bei Warcraft 3, ey. So. Erst bestehle ich ihn und dann lasse ich mir was von ihm beibringen. Uno. Uno. Ich würde mich selbst gerne mal an deiner Schmiede versuchen. So, so. Aber glaub nur nicht, dass du tolle Klingen herstellen kannst. Hey. Was muss ich tun? Okay. Nimm den Rohstahl und halte ihn ins Schmiedefeuer. Dann musst du den glühenden Stahl am Amboss schmieden. Stecke dann die glühende Klinge dort drüben in den Wassereimer, um sie zu härten. Mhm. Am Ende muss die abgekühlte Klinge noch am Schleifstein geschärft werden. Mhm. Verstehe. Allerdings brauchst du dafür ein paar Sachen. Ich kann sie dir verkaufen. Ich möchte dich... Ja, aber habe ich alles. Habe ich alles. Aus deiner Truhe! Ja, dann... So, so. Achso, jetzt hier wieder 0815 Dialog. Dann kann ich mal fragen, wie es Geschäft Schmied, läuft. Was geht dich das an? Vielleicht habe ich einen Auftrag für dich. Ach ja? Was denn? Ich überleg's mir. Komm wieder, wenn du was brauchst und geh mir nicht auf die Nerven. Der ist, die, dass die ja alles so mürrisch sind. Du auf jemanden, wenn du bist, so, ich will hier ran. Ich will ran. Schmiedefeuer. Wie lange muss ich das jetzt machen? Erstmal abwarten. Es wird nicht. Okay, jetzt habe ich einen. Jetzt Amboss. Wahrscheinlich das. Ich habe keine Ahnung, wie lange. Breche einfach mal ab. Jetzt hier rein. Ja. Und jetzt? Jetzt habe ich eine Klinge. Die doppelt so viel wert ist. Alter! Wie viel ist das alles wert? Ich möchte Dinge. Nee, ja, doch. Verkauf. Hast du Erz? Nee. Alter. Aber. Hier, wie wertvoll ist so ein Ding? 40. Heftig. Immer wieder dieselbe. Krass! Ja, damit sind meine Goldprobleme geklärt. Ups. War doch klar, dass das ich mache jetzt offscreen die ganzen Klingen. So, ab jetzt. Bis gleich. Gleich habe ich viele Klingen und viel Geld. So, jetzt habe ich 20 Klingen und einer hat einen Verkaufswert von 40. Das heißt, ich hole mir jetzt erstmal die fette Buddler-Rüstung. Die richtig krasse Buddler-Rüstung. Schwirre. Shishawan, dicker Muruk, Baba. So. Und dann brauche ich noch eine fette Waffe. Ja, genau. Ich habe ja Lernpunkte. Die finanziere ich am besten dann fürs Bogenschießen. Oder nee, ich glaube erstmal ein bisschen, dass wir im Nahkampf. Also klar, ja, ich gehe auf Bogenschießen am meisten. So. Aber jetzt am Anfang braucht man einfach mindestens ein bisschen Stärke, damit man eine. Ich meine, du musst ja ganz viele Leute auch umkloppen im Nahkampf. Das geht nicht mit dem Bogen. Und deswegen brauchst du einfach auch ein gewisses Maß an Stärke und eine einigermaßen. Zeig mir eine Waffe, die einigermaßen okay ist. So. Dann. Der hat 160 Erz. Huch.
800 sind die alle zusammen wert. GG. Ich bin reich, Alter. Ich bin so reich. Annehmen. Zeig mir deine Ware. So, hast du noch irgendwas? Okay, ab zum nächsten Händler. Dexter. Dexter, du geile Sau. Ich bin reich. Money Boy. Money Boy. Ich glaube kaum, dass ich da was ist. Zeig mir deine Ware. Los. Gib mir dein Geld. Gib mir dein Geld. Eine Karte wäre. Komm. Großes Gebiet im Süden. Ah, ist dann doof. Lass uns lieber über was anderes reden. Okay. Das ist wirklich Huch. Mein Problem. Ich halte mich da lieber bei mir. Ah, das ging so, ne? Genau. So. Geld! Gib mir Geld! Easy! Easy! So, jetzt habe ich doch bestimmt genug für die fette Butlerrüstung. So easy läuft das! Zeig mir deine Ware. Nee, gar nicht. Will ich ja gar nicht sehen. Ich will deine Ware nicht sehen. Rüstung. Hast du? Nun, ich bin sicher. Hier, 500. Tacken. Gib mir die Butlerhose. Gib mir die Butlerhose. So, jetzt hat er wieder richtig viel Geld. Zeig mir. Was ich wieder alles an mich nehme. Denn ich bin reich. Und ich habe immer noch ein bisschen Husten. Ey. Das nervt mich persönlich auch. Oh. Okay. Meine Goldquelle ist erschöpft. Aber das ist okay. War doch klar, dass das Ärger hinter dir ist. 3, 4, 5, 6, 7. So. Annehmen. Jetzt haben wir 1000 Gold quasi gemacht. Hier. Ja, nee, Krug. Nee, Buddler, da. Zack. Oh, ist die schick. Ist die schick. Ich, oh Gott. Alter, richtige YOLO-Swag-Hipster-Uniform-Bitches. Erstmal ein Selfie. Neue Klamotten. So, und jetzt haben wir eine neue... Jetzt haben wir überhaupt mal Schutz. Vorher hatten wir null Schutz. Und... wir haben immer noch 400, fast 500 Erz. Hat er irgendeinen tollen Bogen oder so? Eine Waffe? Ja. Zeig mal. Kurzschwert. Oh. Bauernwehr. Lurkerbiss. Wundorn. Hier, ich glaube, ich habe 10 Stärke. Butlerzucht. Habe ich 10 Stärke? Habe ich 10 Stärke? Ja, dann hole ich mir eine Butlerzucht. Zeig mal. Wer war die denn? 160. Easy Money Boy. Oh Mann, ey. So. 160. Gibt bestimmt einige unter euch, die sich jetzt gerade die Haare raufen, weil das alles so wirtschaftlicher Scheiß, den ich hier gerade mache. Weil die Butlerzucht hättest du eigentlich draußen links, dann rechts, geradeaus an den Scavenger vorbei, dann wieder rechts da und dann bist unten. Du ja. Wolltest mit meinem Erz durchbrennen, was? Komm her, Bursch. Scheiße. Oh. 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 Okay, ich hau ab. Weg hier. Ey, dann hat man ja nicht mehr die Chance. Ich wollte es dir gerade zurückgeben. Oh, wow. Wow, jetzt schießt er, Alter. 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 Gleich packt er Raketenwerfer aus, ey. Ich denke so, ich höre so, er steckt seine Waffe weg. Easy. Alter. Hi, na, du bist eine Wache? Habe ich mich jetzt hier global strafbar gemacht, oder? Okay, diese Folge war sehr ereignisreich. Ja. So, ist er noch da? Nee? Gut. Dann mache ich jetzt einen kleinen Cut. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Wir haben richtig viel Geld gemacht. Bessere Waffe, bessere Rüstung. Ja, alles super, ne? Ja, mach hier einen kleinen Cut und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann.